Ich begrüße euch ganz herzlich und hoffe, es geht euch gut. Ja, diejenigen von euch, die sich vielleicht mit der Börse noch nicht so lange beschäftigen, für die mag dieser Begriff neu sein. Was ist ein Chart? Ein Chart ist nichts anderes als die grafische Darstellung eines Kursverlaufes. Also, alle Preise werden genommen und dann grafisch dargestellt. Wenn der DAX also am ersten Tag des Jahres bei 10.000 Punkten schließt, am zweiten Tag bei 10.100, am dritten Tag bei 10.300 und am vierten Tag bei 10.900, dann verbindet man jeweils diese Schlusskurse grafisch miteinander mit einer Linie, ja, am Ende geht es dann runter und hat damit einen Chart. Dieser Chart funktioniert natürlich auch auf allen anderen Zeitebenen. Das bedeutet, ihr könnt euch auch einen Stundenchart ermitteln lassen. Dann ist jeweils der Schlusskurs der Stunde entscheidend bei einem Linienchart. Es gibt allerdings auch andere Chartarten wie den Barchart, Candlestickchart, den Linienchart. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Werden wir sicherlich in Zukunft noch näher darauf eingehen. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns wieder. Ihr mich auf jeden Fall. Macht's gut.